zwischen dem Harz mit seinen wildromantischen Flüssen, Wäldern und Bergen und der stillverträumten Landschaft der Lüneburger Heide, in zentraler Verkehrslage zu Hannover, Braunschweig und der Kaiserstadt Goslar, liegt Salzgitter. Im Herzen des Wirtschaftsraumes Südostniedersachsen bilden 29 Stadtteile auf einer Fläche von 213 Quadratkilometern inmitten einer schönen, reizvollen Landschaft diese Stadt, die durch einen Verwaltungsakt 1942 zusammengefügt wurde. Der Wert dieser Stadt darf nicht allein an den Fassaden der Häuser und den historischen Bauwerken, sondern muss am Lebensinhalt der Bürger gemessen werden. Stand am Anfang der Stadtgründung die Industrie und das Eisenerz im Mittelpunkt, so entwickelte das Leben in Salzgitter bald eigene Gesetze. Nicht alle der heute über 120.000 Einwohner sind hier geboren worden. Viele kamen aus der Ferne, fanden eine neue Heimat, Arbeit und eine gesicherte Zukunft. Wie leben die Menschen in Salzgitter? Wie arbeiten sie? Wie verbringen sie ihre Freizeit? Dieser Film gibt die Antwort. Beginnen wir im Rathaus. Hier wirken der Rat und die Verwaltung. Neue Generationen lösen alte ab. Ein Beispiel. Oberstadtdirektor Günter Baslat wird in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger, der bisherige Stadtkämmerer Paul Intrup, legt den Diensteid ab und verspricht, für Salzgitter und seine Bürger zu arbeiten. Verdiente Kommunalpolitiker werden geehrt. Sie haben am Aufbau dieser Stadt mitgewirkt. Die Bevölkerung hat ihr Votum abgegeben. Ein neuer Rat zieht in den Ratssaal ein. Die Mitglieder werden durch Handschlag verpflichtet. Dann wählen sie ihren Repräsentanten, den Ratsvorsitzenden. Der Oberbürgermeister dieser Stadt heißt auch diesmal wieder Willi Blume. Äußeres Zeichen seiner Würde ist die Oberbürgermeisterkette, die einst das Handwerk der Stadt stiftete. Dafür empfängt das Stadtoberhaupt einmal im Jahr die Vertreter des Handwerks zu einer Aussprache. Im Ratssaal wird um Entscheidungen zum Wohle der Stadt gerungen. Die vielfältigen Impulse, Anregungen und Wünsche aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen unter dem kritischen Auge der Bevölkerung zu einem Gesamtkonzept geformt werden. Dazu bedarf es vieler Kontakte zur Bevölkerung, zu Vereinen und Organisationen, zu den Kirchen, zur Wirtschaft, zum Handel und zum Handwerk. Dazu gehört aber auch das Gespräch mit der Jugend. Ratsherren und Dezernenten sind immer bereit, Sorgen und auch Vorschläge der Jugend mit der Jugend zu diskutieren.
In Salzgitter ist bekannt, dass jeder auf seinem Platz zur weiteren Gestaltung seiner Stadt beitragen kann. Rund zwei Drittel der Stadtfläche werden von der Land- und Forstwirtschaft genutzt. Sie ist der zweitgrößte Wirtschaftsfaktor in Salzgitter geblieben. Dies hat für die Stadt und ihre Bürger besondere Vorteile. Während andere Städte in ihrer Enge zu ersticken drohen, bringt die natürliche und weite Landschaft Salzgitters Licht, Luft und Sonne. Einen wichtigen Erwerbszweig der hiesigen Landwirtschaft bildet der Zuckerrübenanbau. Auch die Weiterverarbeitung, die Zuckerproduktion, erfolgt selbstverständlich im Anbaugebiet. Eine der größten und modernsten Zuckerfabriken steht im Stadtteil Barum. Salzgitter liefert Zucker für die jährliche Versorgung von über 1 Million Menschen. Der erste Spatenstich für das Hüttenwerk, das zum Lebensnerv der Stadt wurde, erfolgte am 15. Dezember 1937. Es wurde zweimal aufgebaut. Seit 1950, als durch den mutigen Einsatz der Arbeiter und jener Männer, die damals an der Spitze des Unternehmens und der Stadt Salzgitter standen, die Demontage endgültig gestoppt wurde, gingen die Hochöfen nicht mehr aus. Diese gemeinsame Leistung erklärt wohl die Liebe der Menschen Salzgitters zu dieser Stadt und zu ihrem Werk. Inzwischen gehört die Salzgitter AG zu den größten deutschen Industrieunternehmen. Sie ist in drei große Gruppen gegliedert: Stahlerzeugung und Handel, Stahl- und Maschinenbau sowie Schiff- und Fahrzeugbau. Die Howaldtswerke Deutsche Werft AG ist eine der leistungsfähigsten Werften der Welt. Die Stahlwerke Peine Salzgitter AG als größte Tochtergesellschaft der Salzgitter AG ist Nummer 3 unter den deutschen Stahl.
40 Meter Breite und 4 Meter Tiefe erweitert werden. Viele Industrieprodukte verlassen die Werke über diese Wasserstraße. Für Salzgitter ein Tor zur Welt.
3PZV, the Hetland School, Cricklade Road, Swindon. This is Delta Lima 1 Sierra Victor school station of the Anton Raki Realschule at Salzgitterbad, Northwest Germany, returning. Seit einigen Jahren besteht an verschiedenen Schulen eine Arbeitsgemeinschaft für Funktechnik. Hier lernen die Schüler mit der Technik umzugehen und auf mehrfache Weise ihre englischen Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden. Eine spezielle Gruppe dieser Arbeitsgemeinschaft befasst sich mit dem Abhören der internationalen Amateurfunkstellen in allen Kontinenten und schafft dadurch mündlich und auch schriftlich weltweite Kontakte. Denn der Nachholbedarf ist immer noch sehr groß. Und so wird in allen Teilen der Stadt fleißig weitergebaut. Eine nicht alltägliche Ortsratssitzung in Ohlendorf. Auf der Tagesordnung steht die Instandsetzung der Bushaltestelle, der Wartehalle und des Telefonhäuschens, alles von Unvernünftigen zerstört. Wir sehen, den Bürgern fällt es auch nicht schwer, selbst Hand anzulegen. Feierabend. Wer wollte schon in einer Stadt leben, in der nur gearbeitet wird? Ebenso wichtig sind ihre Vorsorgeeinrichtungen. Salzgitter zeigt seine zweite Seite. Individuell ist bereits der Wohnkomfort. Moderne Hochhäuser und Eigenheime in den Siedlungen, ländliche Idylle in den kleinen Stadtteilen,
aber auch verträumte Fachwerkbauten und Siedlungshäuser, eingebettet in gestaltetes und natürliches Grün. Licht und Raum für über 120.000 Einwohner. Dazu gehört auch die Fürsorge für die älteren Bürger, die je nach Wunsch ihre Freizeit gestalten und dennoch direkt den Pulsschlag des Lebens in unserer Stadt spüren können. Man trifft sich auch wieder, ob in den Einkaufszentren oder auf den Wochenmärkten. Die Großstadt verliert ihre Anonymität. Offizielle Veranstaltungen haben Volksfestcharakter. Es gibt viele Höhepunkte im kommunalen Leben. Diese Mädchen hier, Gäste aus England, überbringen einen Gruß aus Swindon, jener Stadt auf der Insel, die mit Salzgitter inzwischen eine besondere Freundschaft verbindet. Das Geschehen spielt vor dem kleinen Rathaus, dem neuen Mittelpunkt des südlichen Stadtgebietes. Die Geschichte dieses Neubaus ist lang. Harte Kämpfe und Auseinandersetzungen zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung gingen voraus. 3,5 Millionen Mark werden eben nicht leichtfertig ausgegeben. Doch Ende gut, alles gut. Ein Wunsch der Bevölkerung ging in Erfüllung. Natürlich wird dieser Neubau auch offiziell eingeweiht. Ein großer Schlüssel, Symbol des Hausrechts, wird überreicht. Man ist stolz und verspricht, es wird ein Haus der Bürgerhilfe und Heimstätte für die Bevölkerung. Erster Bürgermeister Dicke, Oberstadtdirektor Intrup, Ratsherrn, der Ortsrat und Vertreter des öffentlichen Lebens sind zufrieden. Es gibt die ersten Geschenke zur Ausschmückung der Räume. Mit besonderem Stolz wird die moderne Bücherei präsentiert. Politiker, Verwaltungsleute und Gäste sind überzeugt. Es wurde hier etwas Einmaliges geschaffen. Vielseitige Möglichkeiten der Information und Unterhaltung. Die Einrichtung ist abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, modern, übersichtlich und ansprechend. Man weiß in Salzgitter, ein Gebäude ist erst dann zweckmäßig, wenn es die Menschen, für die es bestimmt ist, auch wirklich mit Leben erfüllen. Mit der am Marktplatz neu geschaffenen Einheit aus Verwaltung, kulturellem Mittelpunkt und dem 700 Jahre alten Ratskeller präsentiert sich Salzgitter einmal mehr als liebenswertes, gastliches Gemeinwesen. Die Kreissparkasse in Salzgitter-Bad besteht 75 Jahre. Sie spendet aus diesem Anlass der Freiwilligen Feuerwehr ein Löschfahrzeug, damit diese auch weiterhin zum Wohle der Allgemeinheit wirken kann. Die zukünftige Besatzung und die Berufsfeuerwehr mit ihren Fahrzeugen holen das neue Löschfahrzeug ein und bringen es zum Standort der Feuerwache 2. Die Bevölkerung sieht dabei die so wichtige Ausrüstung und die gute Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Salzgitters.
Sparkassendirektor Schlabaum übergibt dem Oberbürgermeister der Stadt den Schlüssel für das neue Fahrzeug mit dem Wunsch, dass es selten Ernstfälle für den Einsatz geben möge. Doch das Leben spielt oft anders als gewünscht. Auch Salzgitter ist vor diesen Ernstfällen nicht gefeit. Schnelle Hilfe ist dann wichtig. Reibungsloser Rettungsdienst und modern eingerichtete Krankenhäuser mit angegliederten Schwesternheimen sind Vorsorgeeinrichtungen, die die Stadt geschaffen hat. Kindergärten und Kindertagesstätten gehören ebenso dazu wie die Altenheime, die vornehmlich von karitativen Verbänden geführt werden. Die Betreuung in den Alten- und Pflegeheimen wird erleichtert durch moderne Einrichtungen. Sie hilft mit, den älteren Menschen ihren Lebensabend abwechslungsreich zu gestalten. Ein nach neuesten Erkenntnissen gebautes Kurmittelhaus und Thermalsohle Wellenbad in herrlicher Umgebung gelegen und Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern, bietet alle Kurmittel. Hier einige Beispiele. Das Aerotherm- und Fichtennadelsohlbad für Herz- und Kreislauferkrankungen, nervöse Störungen, Muskel- und Gelenkrheumatismus. Unterwasserstrahlmassagen für Gelenkversteifungen und Knochenbrüche, mit verzögerter Heilung, Stoffwechselstörungen und anderes mehr. Inhalationen gegen chronische Erkrankungen der Atmungsorgane. Besonders beliebt ist der Saunabesuch. Viele Jahrhunderte lebte das alte Salzgitter wirtschaftlich von seinem wichtigsten Erzeugnis, dem Salz aus seinem Sohlebrunnen und einer Saline, die im 16. Jahrhundert den Namen Salzliebenhalle erhielt und häufiger den Besitzer wechselte. Der Sohlebrunnen liefert bis zum heutigen Tage eine der stärksten Sohle in Deutschland und enthält neben Natriumchlorid reiche Mengen an Kaliumsulfat und Magnesium, gute Heilmittel für Skrofulose, Rachitis, Katarrh und Rheumatismus und zur Unterstützung von Rekonvaleszenz. Jahrzehntelang befanden sich die Einrichtungen für eine Sohlekur inmitten der Stadt. Heute hat das Sohle-Wellenbad diese Aufgabe übernommen. Das Schönste, was Salzgitter zu bieten hat, ist die herrliche Landschaft. Der Salzgitter-Höhenzug verbindet die Wohnsiedlungen und trennt sie von der Industrie. Besonders beliebte Ausflugsziele sind die Lichtenberge und der Hamberg mit dem Bismarckturm. Thank you.
Das Schloss Ringelheim steht auf dem Grund und Boden des Klosters Ringelheim, das 1021 zu Ehren der heiligen Abdon und Sennen gegründet wurde. Das Kloster wurde 1803 aufgelöst, die Kirche blieb als katholische Pfarrkirche mit ihrer schönen Außenfassade erhalten. Nach dem Zerfall der alten Salderschen Kirche wurde auf Veranlassung des Welfenherzogs August Wilhelm die St. Magdalenenkirche, vermutlich durch den herzoglichen Baumeister Hermann Korb, neu errichtet. Im Jahre 1717 wurde dieser im norddeutschen Raum in seiner Form einzigartige Bau vollendet. Die Glocken allerdings konnten nicht im Turm untergebracht werden. Für sie wurde ein besonderes Glockenhaus gebaut. Im Innern der Kirche finden Gebet, Verkündigung und Lobgesang ihren Ausdruck in der Anordnung von Altar, Kanzel und Orgel. 1965 wurde der Raum restauriert. 1971 erfolgte der Einbau einer hervorragenden Orgel, die auch allen künstlerischen Ansprüchen genügt. Der Prospekt der alten Orgel blieb beim Neubau erhalten. Das Schloss Salder, erbaut im Jahre 1609, zeigt vom Baustil her Anklänge an die Weserrenaissance. Nach erheblichen Beschädigungen im Dreißigjährigen Kriege wurde das Schloss durch Hermann Korb im Auftrage seines Herzogs August Wilhelm restauriert und zu einem Wohnsitz ausgebaut. Nach dem Zweiten Weltkriege kam es in den Besitz der Stadt Salzgitter und wurde durch den damaligen Heimatpfleger und Stadtschulrat Franz Zobel zu einem Museum für Heimatgeschichte und Volkskunde eingerichtet. Dieser germanische Rennofen war ein Hochofen, in dem im 3. Jahrhundert nach Christi Erze geschmolzen wurden. Der Ofen wurde im Jahre 1953 bei Salzgitter-Lob Machtersen ausgegraben. Ein Ammonit aus den Erzlagern Salzgitters, gefunden im roten Lager des Schachtes Haveler Wiese 1 bei Salzgitter-Gippertshagen. Bei diesem Belemniten handelt es sich um Hinterleibsenden einer ausgestorbenen Gruppe von Tintenfischen. Beide Stücke sind etwa 90 Millionen Jahre alt. Dieses Modell, hergestellt von Auszubildenden der Peine Salzgitter AG, zeigt die Schachtanlage Konrad bei Salzgitter Bleckenstedt. Kriegerische Ereignisse und große Brände haben viele von den ältesten Häusern der alten Salzstadt Salzgitter vernichtet. Diese Fachwerkhäuser der heutigen Innenstadt wurden überwiegend im Laufe des 18. Jahrhunderts erbaut. In den Häusern dieser Straßen wohnten Familien der salzgitterschen Musikanten, auch Klezmer genannt, die als Wandermusikanten von 1800 bis 1910 den Namen ihrer Heimatstadt in fast allen Erdteilen bekannt machten und in der Geschichte der Stadt ein besonderes Kapitel sind. Ein Denkmal am Klezmerplatz erinnert daran. Eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude ist das Tillyhaus, in dem der berühmte Heerführer des Dreißigjährigen Krieges nach der blutigen Schlacht bei Lutter am Barenberge 1626 Quartier bezogen hat. Bis zur Burg Städterburg sollen Angriffsspitzen der Ungarn im Jahre 938 gekommen sein. Bereits im 11. Jahrhundert wurde aus der Burg ein Stift. Und Propst Gerhard ließ im 12. Jahrhundert um den alten Burgfried, der Kirchturm wurde, ein Gotteshaus erbauen. Die Steilabhänge der lichten Berge im salzgitterschen Höhenzug boten sich zum Bau einer Burg im 12. Jahrhundert geradezu an, um von hier aus wichtige Straßenzüge zu überwachen. Der heutige rechteckige Bergfried war ursprünglich rund. Die Burg Gippertshagen, die 1154 erstmalig erwähnt wird, gehört zu den besterhaltenen Anlagen mittelalterlicher Gebäude im weiten Umkreis. Der Gutspark von Flachstöckheim entstand 1750 als Rokokogarten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde er durch den Gartenkünstler Lenné zu einem kleinen englischen Garten umgestaltet.
Das Naturtheater blieb dabei erhalten. Kulturelle Darbietungen nehmen im Veranstaltungskalender der Stadt einen breiten Raum ein. Städtische Kulturpflege und Privatinitiative arbeiten dabei Hand in Hand. Die Stadt selbst hat durch den Bau großzügiger Aulen in den Schulen den notwendigen Raum geschaffen. Uta Zech, ein Kind der jungen Stadt,
entdeckte mit 14 Jahren ihre Liebe zum Trampolin. Sie gewann mehrmals die deutsche Meisterschaft, wurde Europameisterin, Vize-Weltmeisterin und errang den Weltmeisterschaftstitel im Synchronspringen. Heute ist sie ausgebildete Sportlehrerin und bereitet ihre Schüler auf kommende Meisterschaftstitel vor. Sehr zeitig wurde in dieser Stadt der hohe Freizeitwert und der gesundheitliche Nutzen des Sportes erkannt. Von der Stadt gefördert entstanden oft durch Bürgerinitiative vorbildliche Sportanlagen. Die Auswahl der hier gezeigten Sportarten ist nicht nur privilegierten Gruppen vorbehalten. In Salzgitter kann sich jeder auf seine Weise sportlich betätigen. Gepflegt werden alle Sportarten. Ein besonderer Anziehungspunkt für die Bevölkerung aus der näheren und sogar weiteren Umgebung sind die Sport- und Freizeitanlagen um den Salzgittersee. Aus dem ehedem rein landwirtschaftlichen Gebiet ist eine moderne Großstadt geworden. Ihre Bürger sind zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Diese Stadt, die so eigenwillig und doch so schön in ihrer Gesamtgestaltung ist, wird sich weiterentwickeln. Salzgitter ist eine Stadt mit Zukunft.